Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Radsportfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Radsport Manager 2015. Wenn mein Mikrofon funktioniert, hört ihr mich hier kurz die Ansage machen, damit wir dann in der Vuelta starten können. Echt unglaublich, aber wahr, mein Mikrofon ist nicht kaputt. Nein, nein, das hat einfach nur irgendwie die Audiospur nicht aufgenommen und seitdem habe ich immer Angst, wenn ich aufnehme, dass vielleicht die Audiospur wieder fehlt. Und nach jedem Video gucke ich nach, ob auch wirklich Audio da ist. Unglaublich, ne? Es ist ein Drama. So, wir haben dann Teamzeitfahren. Ich kann Teamzeitfahren nicht. Also, ich kriege es nicht wirklich hin. Nicht mit so Leuten im Team. Oh Gott. Deshalb simulieren wir das schnell. Freuen uns, wenn es simuliert hat, über einen 75. Platz mit 47 Sekunden Rückstand. Autsch. Wir hatten gewonnen. Sky. Na, wer sonst? Sky. Ja, ich hätte vielleicht doch zu Sky wechseln sollen. Die gewinnen wenigstens die Teamzeitfahren. Da hast du wenigstens bessere Startposition. Ach, das ist aber auch mal wieder ein Drama, ey. Unser Team kann einfach kein Teamzeit fahren. Das liegt nicht an mir, das liegt am Team. Also guck mal, 75. Ich meine, ich wäre dann vielleicht 100er geworden mit einer Minute noch was, aber 47 Sekunden sind auch nicht die Welt. Das ist ganz schön viel Arbeit, das wieder reinzuholen. Bäh, gar keinen Bock drauf. Aber gut, die Tour ist lang. Und wir sind ja auch nicht fit gerade im Moment. Und die Frische, die wird sich hoffentlich jetzt wiederholen. Komm, Sprung, nächster Tag frischer. Hm? Jawohl, ja. So. Die hat sich wieder erholt. Das ist gut. Das ist gut. Er simuliert. Und dann geht's damit weiter. Ja, ist eine hügelige Etappe, wo ich sagen würde, die spielt nicht wirklich eine große Rolle für den Gesamtsieg. Strategie. Wir sind Kapitän und hier ist ja gar keiner fit von denen, die hier mitfahren. Also ich bin nicht der Einzige, der nicht fit ist, sondern scheint Standard zu sein bei uns im Team. Wir sind 13. bei der unter 25er Wertung. Unglaublich. So, wir gehen rein ins 3D-Rennen. So, wir fahren mal nach vorne. Und mein erster gespannter Blick geht wieder auf meinen Live-Kommentar-Mikrofons-Ausschlaganzeiger, ob da was ankommt. Es kommt was an. Ich hoffe, es ist im Spiel. Oh, wir sind schon vorne. Das ist ja noch besser. So, dann lassen wir uns hier mal ein bisschen fallen. Fahren mit 65. Und radeln hier mal gemütlich drauf los. Tja, Sky hat auch das Jungfahrertrikot, wie es aussieht hier. Ah, Schleck greift an. Da haben wir das rote Trikot. Was ist eigentlich das Gesamtführungstrikot bei der Vuelta? Ist das nicht das rote? Das ist doch hier, ne? Ja. Ich bin da immer am Kämpfen. Die haben ja drei große Rundfahrten und alle haben eine andere Trikotfarbe für den Gesamtführenden. So, wir machen uns hier noch keinen Stress. Wow, was war das? Ein Ruckler geht durchs Bild und wir springen mal 20 Meter nach vorne. Erster Blick, Mikrofon geht noch. Ja, ganz schöner Schock, wenn das Mikrofon ausfällt bei so einer Aufnahme und du hinterher feststellst, alles was du erzählt hast, war für die Katz. Miau. Nee, ich bin froh, dass es wieder funktioniert und dass kein technischer Defekt war. Und da hat es mich hingelegt und das war unsere Rundfahrt. Liebes Team, dafür, dass ich euer Kapitän bin, ich glaube, das war dann unsere Rundfahrt. Je nachdem, was wir uns da jetzt getan haben, geht auf dieser Rundfahrt nichts mehr. Es wird hier nicht angezeigt.
Werde ich noch mit Wasser versorgt oder war ich außerhalb der Gruppe und werde nicht gewertet? Hallo, Wasser? Jetzt kommt er nach vorne. Da ist er, endlich. Danke, Wasser. Ja, die Tagesform zeigt doch schon nach unten. Also ich hatte das ja mal auf einer anderen Tour, da hat es mich auch hingelegt. Und nachdem es mich dort hingelegt hat, war irgendwie die Fitness nicht mehr so prickelnd. Und dann haben die Energiebalken bös abgenommen und ich konnte irgendwie gar nichts mehr mitgehen. Und dann hat es mich da mehrfach gebügelt und da fliegen schon wieder welche auf die Nase. Was ist denn da los, ey? Hängt das mit der Fitness zusammen? Also die Frische kann es nicht gewesen sein, die Müdigkeit kann es nicht gewesen sein. Ist die Vuelta hier die Rundfahrt der Stürze oder was? Erste Etappe, jeder legt sich auf die Fresse. Das kann es auch nicht sein, oder? Also wie gesagt, ich hoffe nur, dass wir uns nichts getan haben. Möse ist jetzt tot. Verrecken geht auch schon auf dem Zahnfleisch. So schnell fahre ich doch gar nicht. Was ist denn los? Und mein grüner Balken, der verabschiedet sich auch nach und nach. Und das, obwohl wir geschützt werden. Scheint eine anstrengende Etappe zu sein, irgendwie. Tempo scheinbar relativ hoch. Ne, 34 geht eigentlich. Was ist denn hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Es ist irgendwie, Ja, super, minus 3 Tagesformen. Was ein Tourstart. Ein Teamzeitfahren mit 47 Sekunden Rückstand. Dann erstmal auf die Fresse legen. Und dann eine minus 3er Tagesform bei der Zielankunft. Da kann man sich schon mal seine Gedanken machen, warum man diese Tour überhaupt mitfährt. Jetzt mal ganz im Ernst, oder? Also ich meine, sind wir doch mal ehrlich, jetzt ziehen die auch noch das Tempo an, das sogar 75 nicht mehr reicht, um das Tempo mitzugehen. So, wir nehmen mal ein bisschen raus, weil es geht auf die letzten 20 Kilometer und ich bin natürlich am Überlegen, was ich hier taktisch machen kann, um mich in eine Position zu bringen, dass das Ganze irgendwie noch einen Sinn für mich ergibt. Oh, wäre die Tagesform nicht so schlecht, würde ich sagen, wir fahren eine Attacke, aber... Ja, die sind geisteskrank hier. Guck mal an, ey, da vorne das rote Trikot, der tritt da mit rein. Was ging so um Leben und Tod? Jetzt sind es nur noch 15 Kilometer. Ja, die will nicht überleben, 15 Kilometer, wenn wir so weiterfahren. Mit 75 blinken wir vor uns hin, fröhlich. Oh, die Je kommt vor, um uns zu helfen. Was passiert, wenn wir frei fahren machen? Nicht gut. Was passiert, wenn wir Führungsarbeit machen? Dann kommen wir zumindest mal weiter vor. Was passiert, wenn wir einen Angriff fahren? Ich glaube nicht, dass wir es überleben. Jetzt sind es nur noch 5 Kilometer.
Aber ich sag mal, bei unserem Rückstand, ich meine, irgendwas muss ich ja versuchen. Na super. Das war nix. Position halten. Nicht rück. Warum fällt er denn jetzt zurück? Der hat doch noch Energien. Ah, eben hatte er noch Energien. Wechseln so. Die anderen fangen an, anzuziehen und meiner. Puff. Energie weg. Da ist das rote Trikot. Quintana gewinnt. Ich hoffe, das gilt nicht als neue Gruppe. Dann haben wir nämlich 3 Minuten verloren und können es abschreiben. Was eine Etappe. Wenn die Tour so losgeht, wird es am liebsten direkt wieder vom Rad steigen. Aber es ist natürlich noch nichts verloren. Es kann noch viel, viel, viel passieren. Ja, die haben das als eigene Gruppe gewertet. Der leckt mich am Ärmel. Der Abstand ist schon zu hardcore, glaube ich. Die werten das als eigene Gruppe und wir verlieren 3 Minuten auf den Führenden. Ich dachte, Quintana hat gewonnen. Hatte der so ein schlechtes Zeitfahren, dass jetzt Pinot Thibaut führt? Alter Schwede, ey, wir sind jetzt 63. mit 3 Minuten und 10 Rückstand. Nach der ersten Etappe. Und die Frische ist boah. Und wir sind gestürzt, was in dem Spiel teilweise echt bescheuerte Auswirkungen hat. Da bist du nämlich verletzt und es wird nirgends angezeigt und du kannst, auf einmal kannst du nichts mehr. Ich meine, so schnell wie meine Energie bei dem Angriff verpufft ist, ich würde fast sagen, wir sind verletzt und steht nirgends. Boah. Also nicht mal mit denen ins Ziel zu kommen, ist schon, boah, hart. Das tut weh. 9. in der 25er-Wertung und 63. in der, boah. Okay, wir gucken uns noch die 2. Etappe an. So, heute ist Tag der Wahrheit. Das ist natürlich die 3. Etappe, nicht die 2. Aber heute ist Tag der Wahrheit, wenn wir heute nichts gerissen kriegen hier, also überhaupt nichts, wenn gar nichts funktioniert, dann können wir schon fast von ausgehen, dass der Sturz uns Körner gekostet hat. So, wir radeln mitten im Feld. Ich hoffe, wir kommen vor, ohne dass wir auf die Nase fallen. Geh doch mal da auf die Außenseite, wo es vorangeht und fahr mal nach vorne. So, Wind kommt von der Seite. Die gehen schon Attacke, Attacke, Attacke. Wir gehen nicht Attacke. Wir gehen Position halten. 65. Und machen wir ein bisschen die Zeitbeschleunigung an. Ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns verletzt haben, ohne dass es angezeigt wird. Da gab es ja in der einen Tour, das haben ja einige geschrieben, dass es da so ein mehr oder weniger Bug gibt, dass wenn du da stürzt, du als verletzt giltst, aber nirgendwo wird es angezeigt und du verlierst dann die Energie ohne Ende. Das heißt, du bist auf der Tour unterwegs und denkst, was macht mein Fahrer da? Der geht ja auf dem Zahnfleisch dabei. Müsste der doch normalerweise hier gerade in dem Anstieg gewinnen können und der will einfach nicht. Macht puff, ist die Energie weg und du guckst doof und ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das meinem Fahrer eventuell passiert ist. Und bin mal gespannt, wie sich das auf dieser Etappe entwickelt und dann auf den folgenden. Wird das zu krass, also merken wir das extrem, dass das wirklich so ist, werde ich vermutlich die Vuelta abbrechen müssen.
So, noch läuft alles nach Plan. Ich wäre sogar bereit, nur 60% Energieeinsatz zu bringen, aber da fallen wir im Feld zu weit zurück und können nicht mehr reagieren. Aber mit 65 fallen wir jetzt schon zurück. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Mit 65 zurück, ernsthaft jetzt? Und da reißt das Feld auseinander. Ich glaube, ich krieg die Krise. Komm schon, komm schon, komm schon. Fahr wieder nach vorne. Schön außenrum. Nicht auf die Nase fallen. Ich habe gesagt, schön außenrum. Außenrum. Wenn du es nicht selbst steuerst, mach das nicht. So, im Berg selbst müssen wir ein bisschen mehr Energie geben, dass wir vorne im Feld mitfahren können, dass wir bereit sind, auch ein bisschen mehr Energie zu gehen, falls hier irgendjemand Attacke gibt. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt 75 da hochfahren, das bedeutet nur, wir sind bereit, bis 75 Energie mitzugehen und lassen uns dann nicht direkt zurückfallen, sobald einer mal ein bisschen hier Attacke fährt. So, M. Frank will natürlich jetzt in diesem Anstieg hier Wasser bringen und verausgabt sich völlig und pumpt sich gerade tot da hinten. Die KI hat da immer sehr, sehr super Positionen, wo die dann sagen, sie versorgen sich mit Wasser. Normalerweise wird hier oben einer stehen und wird Wasser rausgeben. So, auf dem Abschnitt, es geht ja eher bergab, können wir wieder mit 65 fahren. Und ich hoffe, dass dann auch M. Frank irgendwann nach vorne kommt und uns mit Wasser versorgt. Weil sonst sehe ich bei den nächsten Bergwertungen echt Probleme auf uns zukommen. Ich habe keinen Bock, dass er irgendwann anfängt zu blinken, nach hinten fällt und sich selbst Wasser holt. Gab's auch schon. So, wir laufen auf zweifach, nicht auf vierfach. Warum das? Habe ich langsamer gemacht, weil es in den Berg ging? Kann sein. Oder hatte ich es noch gar nicht schneller gemacht? Kann auch sein. So, wir fahren jetzt hier gemütlich mit, hoffen, dass wir irgendwann Wasser kriegen. Und das am besten noch vom Berg. Die einzigen, die noch kein Wasser haben, sind wir im Prinzip. Jetzt kommt er vor, wir haben Wasser, sehr schön. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Dann kommt die nächste Bergwertung in 7 Kilometern. Ich glaube, die ist nicht ganz so steil. Da sollte es reichen, wenn wir mit 70 Einsatz mitradeln. Sollte er eigentlich kein Problem mit haben. Das ist nicht so steil. Ja, da war es schon. Und jetzt begeben wir uns hoffentlich gemütlich Richtung Ziel und überleben den Tag einigermaßen. Ohne dass es uns groß Probleme beschert. Wir haben 3 Ausreißer vorne, die sind 4 Minuten 40 zurück und werden jetzt langsam eingeholt, damit die Sprinter im Sprintfinale natürlich den Sieg hier heimfahren können. Wir bleiben erstmal relaxed, dass hier die Trikots irgendwie von anderen getragen werden. Wir brauchen das A nicht so früh, weil da müssen wir es auch verteidigen. Und B, das sind alles flache Etappen, Hügeletappen. Wir sind Bergfahrer. Unsere Hügel von 75 sind okay, aber nicht die Welt. Ich glaube, einen unserer größten Boni werden wir haben, wenn wir dann ein Zeitfahren haben. Da können wir ganz gut mithalten, denke ich mal. Da können wir uns vielleicht ein bisschen Zeit noch rausfahren mit den Bergen zusammen, können wir es auch Zeit rausfahren. Also verloren ist noch nichts, aber es ist halt ärgerlich, da jetzt schon 3 Minuten Rückstand zu haben.
Vor allem 2 Minuten auf Quintana, das nervt besonders, weil das ist ja echt ein gefährlicher Gegner, gerade in Bergen. So, energietechnisch sieht es ganz gut aus. Tagesform, Tendenz plus 2. Das spricht eigentlich dafür, dass wir auch relativ gut mithalten können im Zielfinale. Es sind noch 30 Kilometer. Ich gehe mal hoch auf 75%. Energieeinsatz, den wir mitgehen würden, wenn er denn gefordert würde. Ich bin bereit, richtig weit hoch zu gehen, um heute keine Zeit zu verlieren. So, 20 Kilometer, wir gehen auf 80. So, 10 Kilometer, wir nehmen das Energiegel und gehen hoch auf 85. Um dran zu bleiben. Nur um dran zu bleiben. Gewinnen kann ich hier eh nichts. Ich will einfach nur dran bleiben. So, Matthew hat gesiegt. Degenkolb, Kittel, einige Sprinter da vorne. Ich hoffe, die haben das nicht in verschiedenen Gruppen gewertet. Ich hoffe, die haben das als eine Zielankunft gewertet. Und ich hoffe, wir haben heute mal keine Zeit verloren. Das wäre Gold wichtig. So, da hinten fahren wir. Und hier ist der Sprint. Da ist schon eine große Lücke dazwischen. Aber bitte, das ist doch ein Feld, oder? Das ist doch keine wirklich, das ist doch keine andere Gruppe. Wir sehen's, wir haben 0 verloren. Sehr gut. Sind 61. weil wir 3 Minuten und 10 Rückstand haben. Das ist natürlich hervorragend. Ah, die Begeisterung wächst. Auch da haben wir 3 Minuten und 2 Rückstand auf Alaphilippe. Was eine Tour. Die Tour der Leiden. Für uns die Tour der Extremstleiden. Die Vuelta, erste Etappe, die wir richtig radeln können, erstmal auf die Fresse geflogen. Und dann, ja, es ist boah, grausig. Es ist einfach nur grausig. So, wir haben eine durchschnittliche Fitness. Unsere Frische geht und die Fitness steigt. Das ist gut, dass die Fitness steigt. Also ich hoffe ja, dass wir da ein bisschen schneller hochkommen, dass wir wirklich in der letzten Woche, ja, noch ein bisschen Gas geben können. Ihr seht, die Fitness wird weiter steigen. Und ich meine, ab hier, da sind wir auf einem 80er Level und das sind so die letzten Etappen. Zeitfahren, Hügeletappen und eine Bergetappe. Also es könnte da durchaus, in der letzten Woche kann was gehen. Ja, so ist es nicht. Ab der 14. Etappe wird es richtig spannend. Die 7. und die 11. sind natürlich auch wichtig, aber ab der 14. wird es richtig spannend. So, ich bin hier mal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Und ich hoffe, ja, ihr könnt nachvollziehen, warum ich mich zum Beispiel ein bisschen aufgeregt habe, als wir auf die Nase gefallen sind. Ich hoffe, der Bug greift nicht. Ich hoffe, mit dem Neuladen ist das Ding dann auch raus. Und ich hoffe, dann können wir eine ganz normale Tour fahren. Nicht, dass er irgendwann in Bergen kollabiert und kann nicht mehr. Und wir wissen nicht, warum. Und das liegt daran, dass er in der ersten Etappe gestürzt ist. Das wäre ärgerlich. Ansonsten hoffen wir, dass die Tour hier erfolgreich für uns weitergeht. Ich würde gern ein Trikot mit heimnehmen. Aber naja, was ich will und was am Schluss passiert, das ist wieder so, das sind zweierlei Dinge, sagen wir es einfach so. Ich bin aber jetzt erstmal raus, danke fürs Zuschauen, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.